Oh ne, guck mal. Nikos. Ich habe ein Foto. Ja, sehr gut. Warte, hier, guck. Okay, wir nehmen hier einen anderen Platz. Das ist ja was. Wenn der andere die Woche, das wäre geil. Echt. Der holt sich dann das Grünste. Ja, natürlich, das ist doch das Wie der Name schon vorweist, haben die Ohrenbrechen äußerliche Sichtbare Ohrenschlag, die der Firma gerade die Beiterzüge auf einmal abpassen darf und es wird gezeigt. Da liegen sie hinten würden, am seitlichen Kopf für ein Follow zu machen. Die Sinnen haben außerdem mehr ausgeprägte Vorderflossen. Sie können zudem die Hinterflossen unter den Körper ziehen und sich dann sehr an die anderen Körper ziehen. Diese außerdem sehr gute Kletterbau, die Routine eben schon schön gezeigt hat, indem du dann auf die Insel gehst. Ein Seehund könnte im Vergleich dazu gar nicht besser und ich einmal auch nur mit sehr langsam spürlich laufen. Die Flossen sind von Wasser, die uns heute unsere Linda zeigen, hier auf der Liegenseite auf der Insel. Linda ist 14 Jahre alt, auf der einen Seite ein sehr sensibler Zeichen, auf der anderen
ein Baby. Nee, da kann man sie nicht sehen. Da ist das Baby. Wie ist der da hingekommen? Puh, das ist ganz schön los. Guck mal, der nimmt den mit. Der nimmt den mit. Die Leute im Zoo wissen, wann, was das für ein Tier ist, wann das geboren ist, wo das geboren ist, ob das... Also jeder hat schon eine andere Farbe. Ich weiß nicht genau, wie die kodiert sind, aber das gibt es auf jeden Fall Informationen. Warum ist der eine Farbe so einlegen? Ja, auf die Eis. Guck mal, guck mal. Vielleicht gemütlich gerade. Oder Ando kriegt die ganze Zeit den Eis auf den Kopf. Boah. Eis ist der Eis. Ein bisschen mehr Eis. Genau, Kinderspiel.